Wir stehen noch etwas in Kapitel 5 der Offenbarung. Ich würde vorschlagen, wir lesen nochmals das Kapitel 5 durch und dann gehen wir weiter zu den Siegelgerichten ab Kapitel 6. Wir lesen uns nochmals das Kapitel vor. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegeln zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Danke. Eine kurze Zusammenfassung. In Kapitel 1 finden wir in den ersten Versen eine Einleitung in die Offenbarung mit wichtigen Grundsätzen, die wir miteinander schon längst studiert haben. Und dann in der zweiten Hälfte des Kapitels erscheint der Herr Jesus in Herrlichkeit auf Patmos als der Richter der Welt. Und er verkündigt dann die Botschaft an die 7 Gemeinden. Die ist beschrieben in Kapitel 2 und 3. Und wir haben gesehen, diese Botschaft an die 7 Gemeinden ist gleichzeitig eine prophetische Botschaft über die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung, eingeteilt in 7 Abschnitte. Genauso wie sich das erfüllt hat, wir leben heute in der Zeit von Laodicea, der Endzeitgemeinde. Die meint, reich zu sein, aber blind ist für ihre geistliche Armut. Und dann, Kapitel 4, Vers 1, haben wir gesehen, Johannes wurde in den Himmel entrückt und seine Entrückung ist in der Offenbarung eine symbolische Darstellung der Entrückung der
Gemeinde. Im Himmel sieht Johannes sich im Allerheiligsten des himmlischen Tempels. Er sieht den Thron Gottes, die Bundeslade, Gott auf dem Thron, aber um den Thron her 24 Älteste. Und wir haben gesehen, diese 24 Älteste mit goldenen Kronen und Priestergewändern stellen dar die ganze entrückte Gemeinde im Himmel. Wir haben verschiedene Details miteinander gesehen aus dem Himmel. Der siebenarmige Leuchter wurde speziell erwähnt. Wir haben aber auch das Waschbecken, das Meer gesehen vor dem Tempelhaus. Und auch die vier Cherubim um den Thron Gottes, um die Bundeslade her. Und dann in Kapitel 5, das ist immer noch direkt zusammenhängend, haben wir gesehen, Johannes erblickte inmitten des Thrones den Herrn Jesus als Mensch. Hier beschrieben als das Lamm Gottes, das überwunden hat und allein würdig war, aus der Hand Gottes auf dem Thron diese Schriftrolle mit sieben Siegeln zu nehmen. Das ist das Buch der Ratschlüsse Gottes in Bezug auf die Gerichte, die über die Welt kommen sollen nach der Entrückung. Niemand ist würdig, dieses Buch zu öffnen, als nur Jesus Christus, das Lamm Gottes, das in Kapitel 5 dann auch von der Gemeinde, dargestellt von den 24 Ältesten, angebetet wird. Sie singen das neue Lied, beten das Lamm Gottes an, das sie erkauft hat und zu Königen und Priestern gemacht hatte. Und wir haben auch gesehen, in einem weiteren Umkreis, immer noch in dem himmlischen Allerheiligsten, das eben unendlich größer ist als das Allerheiligste auf Erden, im Salomo-Tempel, im zweiten Tempel. Denn das ist ja nur ein Abbild des Himmlischen. Also immer noch im Allerheiligsten sieht Johannes dann rundherum um die Gemeinde hunderte von Millionen Engel, die ebenfalls Jesus Christus, das Lamm Gottes, anbeten. Und jetzt kommen wir dann auch heute zu Kapitel 6, wo wir dann konkret sehen, wie der Herr Jesus ein Siegel nach dem anderen bricht und damit kommen diese apokalyptischen Gerichte über die Erde. Sie sind also alle bis heute noch zukünftig. Die können erst kommen, wenn eben diese Entrückung, Kapitel 4, Vers 1, stattgefunden hat. Wir haben zwar öfters gesehen, natürlich leben wir schon in der Endzeit. Die Endzeit ist die Zeit, wenn das jüdische Volk aus aller Welt heimkehrt ins Land der Väter. Das hat ja begonnen schon 1882 und seither haben sich über 175 Prophezeiungen über Endzeit schon erfüllt, aber noch gar nicht die apokalyptischen Prophezeiungen ab Offenbarung 6. Das ist alles noch zukünftig. Aber das zeigt, wie hochaktuell diese Prophezeiungen sind, weil wir eben beweisen können, dass wir schon jetzt in der Endzeit leben und die Entrückung eben bald stattfinden muss. Jetzt möchte ich aber nochmals zurückkommen auf Kapitel 5 aus einem bestimmten Grund. Wir haben ja schon in Kapitel 4 gesehen, dass Johannes im Himmel Gott sieht auf dem Thron. Aber da stellt sich doch die Frage, wie ist das möglich? Es heißt doch im Alten Testament, in 2. Mose, dass der Mensch Gott nicht sehen kann und leben. Und in 1. Timotheus 6, Vers 16 steht, dass Gott unmöglich gesehen werden kann. Schlagen wir das mal auf. 1. Timotheus 6, Vers 16. Es geht um Gott, der genannt wird, der König der Könige, Herr der Herren. Und dieser eine wahre Gott wird dann in Vers 16 so beschrieben. Wer liest das vor? Der allein Unsterblichkeit hat, der in
einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also, hier wird klar gesagt, kein Mensch kann Gott sehen. Und noch mehr, also keiner hat ihn je gesehen. Und für die Zukunft wird auch noch gleich gesagt, noch sehen kann. Und trotzdem, im Alten Testament finden wir wiederholt, wie Menschen Gott gesehen haben. Und jetzt Offenbarung 4, Vers 2 haben wir das auch wieder gehabt. Alsbald war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein. Wir haben damals gesehen, das ist im Griechischen der damaligen Zeit der Diamant. Gleich einem Diamant und einem Sardis. Ja, wie ist das möglich? Ich meine, in Kapitel 5 sieht Johannes dann das Lamm Gottes. Das ist der Herr Jesus als Mensch. Dass wir den Herrn Jesus als Mensch sehen werden im Himmel, das können wir nachvollziehen. Gottes Sohn kam in diese Welt, wurde ein wirklicher Mensch, geboren von der Jungfrau Maria. Er lebte 33 Jahre hier auf Erden und dann starb er am Kreuz. Am dritten Tag ist er auferstanden, 40 Tage später in den Himmel gefahren und er hat sich zu Rechten der Majestät im Himmel gesetzt. Als wirklicher Mensch. Und er wird auch in der Zukunft als Mensch wiederkommen, als der Sohn des Menschen mit den Wolken des Himmels, wie Matthäus 24 sagt. Also, dass wir ihn als Menschen sehen werden, ja, das ist klar. Aber meine Frage, wie geht das, dass Gott gesehen wird hier? Und im Alten Testament auch immer wieder gesehen wurde. Können wir vielleicht fürs Alte Testament eine Beispielstelle noch aufschlagen? Jesaja 6. Eine ganz eindrückliche Vision, die den ganzen Dienst von Jesaja im Weiteren geprägt hat, markiert hat. Liest uns jemand vor, ein paar Verse aus Jesaja 6. Ab Vers 1, ja. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Ja, bis dahin. Und vielleicht noch Vers 8. Gott spricht dann. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Jawohl. Und dann prophezeit Gott, dass das Volk Israel eine geistliche Verhärtung und Erblindung erleben soll. Kannst du gleich noch lesen, Verse 10 und 9 und 10. Ja. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen,
damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Jawohl. Ein göttliches Gericht der Verblendung über Israel, weil sie nicht wollten, lässt Gott sie in die Verblendung hineinfallen. Nicht einfach so, das macht Gott nie. Aber der Mensch, der sich eben gegen Gottes Wort stellt und nicht hört, kann als Gericht schließlich das Gericht der Verblendung erfahren. So, und jetzt nochmals meine Frage, wie ist das möglich, dass Gott trotzdem gesehen wurde? Im Alten und im Neuen Testament, übrigens sehen wir auch die Parallele zur Offenbarung 4, diese Seraphim mit 6 Flügeln entsprechen nämlich genau diesen lebendigen Wesen in Offenbarung 4, Vers 7, um den Thron Gottes her, die auch mit 6 Flügeln beschrieben werden. Ja, also... Gott offenbart sich in Jesus Christus, ja. Also, Sie würden sagen, diese Erscheinungen sind Offenbarungen durch den Sohn, durch Jesus Christus. Aber wie sollen wir das zusammenbringen, wenn es heißt, eben in 1. Timotheus 6, Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Wie kann es denn sein, dass Gott sich überhaupt durch Jesus Christus offenbart? Denn er wurde gesehen. Aber das bringt uns auf die gute Spur. Auf jeden Fall. Aber wir merken, es ist immer noch ein Problem da, das wir lösen müssen. Die Schechina, das ist die rabbinische Bezeichnung für die Wolkensäule. So wie sie über der Stiftshütte war, am Tag eine Wolkensäule, nachts eine Feuersäule. Aber da sah man nicht eine Gestalt. Natürlich, die Schechina hat im Alten Testament auf der Stiftshütte und auf dem Salomo-Tempel, beim zweiten Tempel war sie nicht mehr da. Dort hatte die Schechina die Gegenwart Gottes sichtbar angedeutet. Aber eben, man sah keine Gestalt. Also es ist nicht einfach eins zu eins das Gleiche, was wir hier haben. In Jesaja 6 und in Offenbarung 4, ja. Was steht dort? Ja, also das heißt, Johannes wurde entrückt in den Himmel, Vers 1, und Vers 2, er war im Geist, das heißt, er war ganz unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Ja, aber eben, er sah Gott auf dem Thron. Und wie ist das möglich, eben, dass er da Gott sehen konnte? Wenn es heißt, den keiner der Menschen je gesehen noch sehen kann. Steht das, wir werden Gott sehen, wie er ist? Walter, du spielst dir an auf 1. Johannes 3. Können wir das auch gerade aufschlagen? Johannes 2, Vers 28. Wer liest mal? Also bei mir ist es 1. Johannes 3, Vers 2, wo es dann steht, dass wir ihn bleiben. Ja, genau, aber lesen wir doch Vers 28 dazu. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Jawohl, also da geht es um die Wiederkunft des Herrn Jesus. Und dann liest doch 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jawohl. Also, das er bezieht sich eben auf den Herrn Jesus, der wiederkommt. Darum 2, Vers 28, dass wir nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Und jetzt 3, Vers 2, eben
wenn er geoffenbart wird, dann werden wir ihm gleich sein, das heißt dem Herrn Jesus als Mensch. Er ist ja als Mensch auferstanden, als Mensch in den Himmel gegangen und er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und hier wird ja erklärt, 3 Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Die Erlösten sind die Kinder Gottes, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und wir wissen, dass wir sein Bild tragen werden, nach Römer 8. Das heißt, ihm gleich sein werden in seiner Herrlichkeit als auferstandener Mensch. Aber eben die Stelle hier sagt nicht, dass wir Gott sehen, sondern Herrn Jesus sehen als Mensch, wie er ist, als verherrlichter Mensch im Himmel. Also wir brauchen noch mehr Unterstützung, um das Problem zu lösen. Ja? Ja, aber dann würde das, also der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins, aber dann in Kapitel 14 sagt er, wer mich gesehen hat, den Vater gesehen, dann könnte man sagen, ja, wir werden den Herrn Jesus sehen als Menschen und so werden wir auch Gott, den Vater sehen. Aber, wir müssen auch daran denken, in Offenbarung 4 wird unterschieden. Er sieht Gott, Johannes sieht Gott auf dem Thron und dann sieht er aber auch das Lamm. Und das ist der Herr Jesus als Mensch. Also ist die Erscheinung auf dem Thron, das ist nicht Jesus Christus als Mensch. Das müssen wir unterscheiden. Und wir haben dann auch gesehen, wie das Lamm Gottes kommt und aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, die Buchrolle mit den sieben Siegeln entgegennimmt. Also es sind zwei Erscheinungen. Gott auf dem Thron und der Herr Jesus als Mensch. Aber wir kommen der Sache immer näher. Ja. Aber Gott ist Geist und ich denke, Jesus, die Seite, die göttliche Seite von ihm ist auch Geist. Ja. Und wird es da nicht zu einer Vereinigung kommen? Ja, es ist so, Gott ist Geist. Das lesen wir in Johannes 4, Vers 23, wo der Herr Jesus sagt, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich gebe nur die Stelle an. Johannes 4, Vers 24 ist das. Gott ist Geist. Aber nun folgendes. In Kolosser 1 wird der Herr Jesus genannt das Bild Gottes. Schlagen wir mal auf. Kolosser 1. Jawohl, und vielleicht des Zusammenhangs ab Vers 13, da wird vom Vater gesprochen, der er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Jawohl. Und dann wird erklärt, er selber hat auch alles erschaffen. Lies das noch. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ja, also der Herr Jesus hat die sichtbare und die unsichtbare Welt, das Diesseits und das Jenseits hat er erschaffen. Er selber hat das ausgeführt, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre. Und lies noch Vers 17 dazu. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jawohl. Man beachte, grammatikalisch, es steht hier nicht, und er war vor allem. Das wäre ja auch korrekt. Er hat alles erschaffen und er war von Ewigkeit vorher. Aber der Text sagt, und er ist vor allem. Präsenz, um noch deutlicher auszudrücken, dass er der ewige Gott ist, der ist und Raum und Zeit gar nicht unterworfen ist. Er ist vor allem und weiter wird gesagt, alle Dinge, das heißt die ganze Welt, auch die ganzen Atome, werden durch ihn zusammengehalten. So kann man übersetzen. Alle Dinge bestehen zusammen durch ihn oder werden zusammengehalten durch ihn.
Also wenn man in der Physik forscht, und gerade in der Schweiz, im CERN in Genf, was hält die Materie im Innersten zusammen? Nun, selbst wenn man immer noch mehr Teilchen findet, ist die letzte Antwort noch nicht gegeben. Die letzte Antwort ist nämlich hier. Jesus Christus hält alles im Innersten zusammen. Das ist er. Und nun, er wird genannt in Vers 15, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Und das wurde ja schon angedeutet vorhin, eben Gott offenbart sich durch Jesus Christus. Das heißt, Gott kann durch Jesus Christus eine sichtbare Gestalt annehmen, die der Mensch sehen konnte. Eben obwohl 2. Mose 30 sagt, der Mensch kann Gott nicht sehen und leben, sehen wir, dass immer wieder Menschen im Alten Testament Gott gesehen haben und sie haben überlebt. Hebräer 1 ist auch so eine Stelle. Ja, Hebräer 1, genau, das wollte ich auch noch. Sehr gut. Hebräer 1, lesen wir die Verse 1 bis 3, des Zusammenhangs wegen. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Jawohl. Also, es wird davon gesprochen, wie Gott sich im Alten Testament durch die Propheten offenbart hat, Vers 1, und dann schließlich am Ende dieser Tage, nicht am Ende der Tage, das wäre die Endzeit, am Ende dieser Tage, das heißt am Ende der Tage des Alten Testaments, wo Gott sich durch die Propheten geoffenbart hat, hat er sich schließlich geoffenbart, hat zu uns geredet, im Sohn. Übrigens, en hyo, die alte Elberfelder hat hier eine ganz wichtige Fußnote, also nicht durch den Sohn. Gott hat durch die Propheten gesprochen, aber dann hat er gesprochen im Sohn. Und da wird erklärt, das heißt, in der Person des Sohnes hat Gott gesprochen. Nicht nur durch den Sohn. Es ist bezeichnend, dass der Artikel im Griechischen fehlt. Eine sehr hilfreiche Fußnote. Also Gott hat gesprochen, und zwar gewissermaßen als Sohn. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen. Nicht der Vater, nicht der Heilige Geist, sondern der Sohn. Und dann wird erklärt, wer der Sohn ist. Er ist gesetzt zum Erben aller Dinge. Zweitens, durch ihn hat Gott die Welten gemacht. Er ist, jetzt wie steht es da bei euch? Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Die Ausstrahlung. Also falls in eurer Bibel steht, Abglanz, das ist zu schwach. Abbaugasma ist wirklich Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Das heißt, Gottes Herrlichkeit, die unsichtbar ist, denn Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, die kann eben sichtbar gemacht werden durch den Sohn. Er ist das Bild Gottes, er macht Gott sichtbar. Und darum hat Gott, der Vater, der die Pläne hatte zur Erschaffung der Welt, sowohl für das Diesseits und das Jenseits, hat das ausgeführt, nicht der Vater, sondern der Sohn. Darum heißt es, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das heißt, durch die Schöpfung hat Gott sich etwas von seiner Ewigkeit, von seiner ewigen Herrlichkeit, hat er sichtbar gemacht, durch seine Werke. Wir können dazu noch Römer 1, Vers 20 lesen. Es geht hier um Gott, der sich geoffenbart hat, der Menschheit gegenüber, allen Völkern gegenüber.
Liest jemand vor, wie das gegangen ist? Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Ja, also da wird auch betont, das Unsichtbare von Gott. Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist. Aber dann auch seine ewige Kraft, die ist unsichtbar, seine Göttlichkeit ist unsichtbar, aber seit Erschaffung der Welt kann etwas davon wahrgenommen werden in dem Gemachten. Das heißt, wenn wir die Natur sehen und auch die, eben in der Natur, die Dimensionen des Weltalls, dann die Perfektion der Ordnung im ganzen Weltall und dann auch die Vielfalt der Lebewesen im Pflanzenreich, im Tierreich, überall sehen wir eben etwas von dieser ewigen Kraft und Göttlichkeit. Und darum ist es wieder ganz charakteristisch, dass es heißt, dass der Sohn das gemacht hat. Also durch den Sohn wurde das erschaffen. Und jetzt eben in der weiteren biblischen Geschichte nach der Schöpfung sehen wir, dass Gott immer wieder von Menschen gesehen wurde. Da ist es der Sohn gewesen, der eine Gestalt annehmen konnte, die für den Menschen erträglich war. Aber jetzt müssen wir betonen, die Offenbarung ging über den Sohn, aber diese Offenbarung ist die Offenbarung des dreieinen Gottes. Also wenn Gott erscheint, ist es schon die Erscheinung des dreieinen Gottes, aber mit dem Akzent, das geschieht durch Jesus Christus. Und auf so wunderbare Art hat sich dann Gott geoffenbart, als der Sohn Mensch wurde. Jetzt müssen wir noch Johannes 1, Vers 18 dazu lesen. Und da wird 1. Timotheus 6, 16 genau nochmals betont und bestätigt. Paulus und Johannes, vollkommene Harmonie. Wer liest? Niemand hat Gott je gesehen. Also, da wird auch wieder klar gesagt, im Neuen Testament, nie vorher wurde Gott gesehen. Aber Jesaja hat doch Gott gesehen. Ja, natürlich. Aber nicht in der absoluten Gottheit, sondern in einer Gestalt, die der Sohn angenommen hatte, um den dreieinen Gott zu offenbaren. Bitte, lies nochmals. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Jawohl. Aufschluss über ihn gegeben oder der hat ihn uns kundgemacht. Und dazu lesen wir noch Johannes 14, ich habe das schon angetönt, aber wir haben es nicht aufgeschlagen. Johannes 14, Verse 6 bis 9. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Jawohl. Also, der Jesus macht klar, man kann nicht sagen, die Jünger hätten den Vater nicht gesehen. Dadurch, dass eben Gottes Sohn Mensch wurde, hat er den dreieinen Gott offenbart.
Und jetzt verstehen wir auch, warum in Kolosser 2, Vers 8 steht, dass die Fülle der Gottheit in dem Herrn Jesus wohnt, leibhaftig. Können wir das noch kurz aufschlagen? Kolosser 2. Vers 9 meine ich. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ja. Warum heißt es hier leibhaftig? Weil es hier geht um Jesus Christus als Mensch. In ihm, der wirklich Mensch ist, Mensch war, also hier auf der Erde, aber auch jetzt im Himmel. Man beachtet, es ist Präsenz. Im Kolosserbrief, da ist der Herr schon seit Jahren im Himmel, im Jahr 62. Und da steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt also, in dem Menschen Jesus Christus mit einem wirklich menschlichen Körper, auch eine menschliche Seele und menschlichen Geist. In ihm wohnt der dreieine Gott leibhaftig. Durch ihn wird er geoffenbart. Und so haben wir also zwei Erscheinungsweisen in der Bibel von Gott. Einerseits eben wie im Alten Testament. Gott macht sich sichtbar im Sohn als dreieiner Gott. Und dann später, Gott macht sich sichtbar durch den Sohn, der Mensch wurde. Und das werden wir auch im Himmel haben. Wir werden also Gott sehen in dieser Art und Weise, wie Gott sich auch schon früher geoffenbart hat als Gott. Und wir werden den Herrn Jesus sehen als Mensch. Beides. Ja? Nein. Jetzt müssen Sie wirklich sagen, welches Wort Sie meinen. Ja, im Hebräischen, von welchem Text? Ja, Gott wird ja einfach genannt Elohim, nicht wahr? Und das heißt Gott, es ist zwar die Mehrzahlform, wobei das hat... Damit kann man die Dreieinheit Gottes nicht beweisen, mit Elohim. Denn das kann man einfach erklären grammatikalisch als Pluralis Extensionis, eine Mehrzahl der Ausdehnung. Also etwas, das riesengroß ist, kann mit einer Mehrzahl bezeichnet werden. Darum wird zum Beispiel in Richter Kapitel 16, wird der Gott, der falsche Gott Dagon, wird auch Elohim genannt. Aber die Philister haben ja nicht unter Dagon mehr als eine Person verstanden. Und trotzdem auch Elohim. Das ist einfach, um die Größe auszudrücken. Und in Hiob 40, die Beschreibung eines Landsauriers, so in der Art von einem Diplodocus, wird dort genannt Behemoth. Und das ist die Mehrzahl von Behema, Vieh. Und Behemoth, das ist eben ein Pluralis Extensionis. Von dem Viech heißt es, der Behemoth biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Das ist genau dieser Riesenschwanz eben von Diplodocus, Brontosaurus etc. Also das wäre, was Elohim anbetrifft. Aber man kann die Dreieinheit schon angedeutet finden in 1. Mose 1, 27, wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Rabbiner wollten das so wegdiskutieren und sagten, mit uns, da sind die Engel eingeschlossen. Ach bitte, Gott stellt sich doch nicht auf die gleiche Ebene wie Engel und sagt, lasst uns Menschen in unserem Bild schaffen. Nein, es ist eben der dreieine Gott, der spricht, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und dass in der Gottheit eben drei Personen sind, das finden wir schon im Alten Testament.
zum Beispiel in Sacharja 2, wenn Jahwe, der Ewige, sendet Jahwe in diese Welt. Dort wird ganz klar gesagt, Jahwe, der Heerscharen, spricht und sagt, ich komme zu euch und ihr werdet erkennen, dass Jahwe, der Heerscharen, mich zu euch gesandt hat. Jahwe sendet Jahwe. Also ist es ganz klar, da ist mehr als eine Person in der Gottheit. Aber eben jetzt haben wir gesehen, Gott offenbart sich durch seinen Sohn, aber auf verschiedene Art. Das geschah durch die Erschaffung der Welt und dann eben dadurch, dass Gott immer wieder sichtbar erschienen ist, wie bei Jesaja. Und jetzt noch eine Überraschung. Schlagen wir mal auf Johannes 12. Johannes 12, Vers 37 bis 41. Sehr überraschend, was wir da finden. Wer liest vor? Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er sprach. Ja, also wer ist gemeint mit er? Jesus. Ja, das ist klar. Ja? Er. Und jetzt erklärt Johannes, dieser Unglaube gegenüber Jesus Christus hängt eben damit zusammen mit der Prophetie von Jesaja. Und jetzt, Zitat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wer ist der Arm, und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Jawohl. Hier wird zitiert aus Jesaja 53. Jesaja 53, 1. Diese messianische Prophezeiung. Und da wird also gesagt, der Prophet hat ja geklagt. Wer glaubt unserer Verkündigung? Wem ist das klar geworden, dass das der Arm des Herrn ist, der Rettung bringt? Das macht klar, also es würde auf Unglauben stoßen, die Botschaft des Messias. Und weiter? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hatte, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen, sich bekehren und ich sie heile. Das ist ein Zitat aus Jesaja 6,10. Ja, jetzt wissen wir, warum wir das vorhin auch noch gelesen haben. Es war Jesaja, sah Gott auf dem Thron und dann hat Gott gesagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da haben wir wieder ein Hinweis auf die Dreieinheit Gottes. Die Einheit in der ersten Verszeile, ist da poetisch im Hebräischen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Der eine Gott, aber in der einen Gottheit drei Personen. Und dann verkündet Gott auf dem Thron die Prophetie, Israel wird verblendet werden. Und darum wird hier also gesagt, darum konnten sie nicht glauben, weil Jesajas gesagt hat, er hat ihre Augen verstockt. Und jetzt kommt die Überraschung, Vers 41. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Oh. Wen hat Jesaja gesehen? Den? Ja? Und noch genauer? Es geht im ganzen Zusammenhang um Jesus Christus, wie wohl er aber so viele Zeichen. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja es gesagt hat. Und dann, er hat ihre Augen verstockt und so weiter. Und dann, das sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Von Jesus Christus. Also da wird klar, Gott, Jahwe, wird er genannt im Hebräischen in Jesaja 6. Der Herr ist Jahwe, der ewig Seiende, der Unwandelbare, ohne Anfang, ohne Ende. Das ist Jesus Christus. Aber, wir müssen hinzufügen, der dreieine Gott, sichtbar gemacht im Sohn. Und jetzt wird es etwas klarer, hoffe ich. Was die Offenbarung 4 anbetrifft. Zuerst sieht also Johannes Gott auf dem Thron und das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gesehen eben da auf dem Thron
durch den Herrn Jesus sichtbar gemacht. Und dann Kapitel 5, das Lamm, der Herr Jesus, der Mensch geworden ist. Und noch etwas sollten wir festhalten, bevor wir weitergehen in Offenbarung. In Kapitel 4, wo Johannes Gott auf dem Thron sieht, da sieht er ihn ganz besonders als Schöpfer. Lesen wir nochmals Kapitel 4, Vers 11. Die 24 Ältesten fallen nieder vor Gott, werfen ihre Kronen auf den Boden und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Jawohl. Da wird Gott angebetet als Schöpfer. Ja? Ja. Und ich sage, inmitten des Thrones, und ich denke, also Jesus sitzt dann immer noch, also der dreieinige Gott, auf dem Thron. Und im nächsten Moment aber sieht er alles das Lamm. Ja, also es sind zwei Erscheinungsformen, die und. Gleichzeitig. Ja, ja. Ja, also diese Gotteserscheinung, das ist das eine, und die Erscheinung als Mensch ist das andere. Und das Lamm nimmt das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron ist. Und da sehen wir natürlich auch etwas von dem Geheimnis, dass der Herr Jesus in einer Person Gott und Mensch ist. Aber eben, ich betone, dass die Person oder die Erscheinung, so muss ich sagen, auf dem Thron, das ist der dreieine Gott. Und schauen wir noch, in Kapitel 4, Vers 11 heißt es: Du hast alle Dinge erschaffen. Und wir sagen, ja natürlich, der Herr Jesus hat alles erschaffen. So steht es in Johannes 1, Vers 3, Hebräer 1, Vers 3, Kolosser 1, Vers 15, haben wir alles gelesen, nicht wahr? Aber dann steht: Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Aber das bezieht sich auf den Vater. Denn die Ratschlüsse, die Planung der Schöpfung, das geht vom Vater aus. Der Sohn hat es ausgeführt. Wieso kann ich das so klar sagen? 1. Korinther 8, Vers 6. Da sehen wir etwas davon. Es geht da um falsche Götter in den Religionen der Heiden. Und dann steht in 8, Vers 6. Jawohl. Ja, und weiter? Einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Jawohl. Also ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Das heißt, durch bedeutet, er hat es ausgeführt, von bedeutet, die Pläne kommen vom Vater. Und sehen wir, wenn Gott auf dem Thron angebetet wird, es ist ganz klar, der dreieine Gott. Und wenn eben gesagt wird, du hast alles erschaffen, dann hat das ganz besonders Bezug auf den Sohn. Deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden, dann bezieht sich das auf den Vater. Aber es ist ein Gott, es ist eine Einheit von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ja, und jetzt in Kapitel 5, da sehen wir ganz besonders den Herrn Jesus als den Erlöser, den Retter. Lesen wir nochmals aus dem neuen Lied, Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Jawohl. Da geht es jetzt nicht mehr um die Erschaffung der Welt, sondern hier geht es um die Erlösung. Und auch da interessant, wer hat die Erlösung ausgeführt?
Der Sohn, nicht der Vater, ist gekommen, um zu sterben. Aber der Vater hat die Pläne gehabt. Denn in Epheser 1, Verse 3 bis 14 lesen wir davon, wie eben Gott, der Vater, die Erlösten, die Gläubigen, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass sie heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Also der Vater hat die Pläne gehabt von Ewigkeit her, aber der Sohn hat es dann ausgeführt. Und darum wird er uns hier als das Lamm Gottes, ein Retter, vorgestellt. Und gleich danach lesen wir jetzt Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Ja, also jetzt nimmt das Lamm dieses Buch, öffnet das erste Siegel und damit wird er zum Richter der Welt. Wir haben also den Schöpfer, Kapitel 4, dann den Erlöser, Kapitel 5 und jetzt ab Kapitel 6 ganz ausgesprochen den Richter der Welt. Und das ist auch ganz wichtig für die Evangelisation, dass wir Gott vorstellen, eben als Schöpfer, als Erlöser und auch als Richter. Wir sehen das auch so eindrücklich in der Areopagrede von Paulus in Apostelgeschichte 17. Diesen Heiden in Athen macht Paulus in der Rede klar, dass Gott, der Herr des Himmels und der Erde, alles erschaffen hat, dass alles von ihm kommt. Wir sind sein Geschlecht, das heißt, er hat uns erschaffen. Und dann macht er aber klar, das wird impliziert, wenn Gott uns erschaffen hat, dann sind wir ihm gegenüber auch verantwortlich. Erst auf dieser Basis kann man den Menschen überhaupt erklären, dass sie Sünder sind. Wenn man Gott als Schöpfer nicht akzeptiert, dann hat es gar keinen Wert, groß über Sünde zu sprechen, weil das gar nicht wirklich einleuchtet. Und dann spricht eben Paulus dann über den Herrn Jesus, der über diesen Mann, der aus den Toten auferweckt worden ist. Und wir wissen, dann haben gewisse Leute begonnen zu lachen. Das Thema Auferstehung, das war in ihrem griechischen Denken unakzeptabel. Das gibt's gar nicht. Ein Weiterleben nach dem Tod, für manche war das möglich, für die Epikuräer überhaupt nicht. Aber Auferstehung, dass der Körper wieder zum Leben kommt, absolut nicht. Das war für sie unakzeptabel, darum hat Paulus das ein bisschen verschoben auf das Ende, damit er noch ausreden konnte. Denn es gab ein Gesetz, wer vor dem Areopag unlogisch redet, der wird abgebrochen. Und Paulus wusste, alles was er sagt, war logisch, aber Auferstehung, das leuchtet bei ihnen nicht ein. Und wenn einer sagt, das überzeugt mich nicht, dann heißt das noch lange nicht, dass es nicht logisch ist. Nicht wahr? Gerade in der Politik sehen wir das sehr oft. Da gibt es Dinge, die sind ganz logisch und klar, aber viele sagen, nein, das überzeugt mich überhaupt nicht. Ja, weil sie es nicht wollen, aber nicht, weil es unbedingt nicht logisch wäre. Also, überzeugt werden ist nicht zwingend, ob etwas logisch ist oder nicht. Das ist ganz subjektiv. Und zwar Paulus das auf den Schluss aufbewahrt, aber er musste sprechen über den Mann, den Gott aus den Toten auferweckt hat, beziehungsweise der vorher gestorben ist. Es geht um den Retter, der für unsere Sünden sterben musste. Und dann sagt Paulus am Schluss der Areopagrede, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird durch einen Mann, den er dazu gesetzt hat. Und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Er spricht über den Richter. Also wir haben wirklich alles, der Schöpfer, der Erlöser und dann auch der Richter. Und das ist sehr wichtig, dass wir mit den Menschen, dass wir über alle diese Dinge sprechen. Warum sage ich das? Weil es gibt manche, die sagen, das Thema Schöpfung, das klammern wir am besten aus. Das ist sowieso ein Anstoßthema. Dann kommt man sofort mit Evolution und so weiter. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Warum gibt es die Evolutionslehre? Das ist der Trick,
um eben von der Verantwortung gegenüber dem Schöpfer abzulenken. Dann kann man leben, wie man will. Und das meinen ja auch die Freidenker und die Atheisten, darum haben sie ja diese Businschrift gemacht, there is probably no God. Also dann genieße das Leben. Eben, sie meinen, wenn man niemandem gegenüber verantwortlich ist, dann kann man drauf losleben. Also dann ist das nicht so ganz sauber mit dem Genießen. Es gibt ja edlen, wahren Genuss des Guten. Aber die denken wahrscheinlich an die negativen Sachen. Wenn sie sagen, ja, dann genieße es das Leben, es gibt keinen Schöpfer, es gibt keinen Gott. Aber das dürfen wir nicht umgehen. Wir müssen sprechen, woher kommt die Welt, woher kommen wir? Wem sind wir verantwortlich? Und was sind seine Gebote? Haben wir die erfüllt? Nein. Und jetzt, wie können wir Vergebung haben? Und dann müssen wir den Erlöser einführen, aber auch darauf hinweisen. Und wenn man einen Erlöser ablehnt, dann bleibt nur noch der Richter. Und wichtig, der Richter ist die gleiche Person wie der Erlöser. Und darum ist es eigentlich so richtig schockierend, dass es hier heißt in Offenbarung 6, das Lamm öffnet das erste Siegel. Der ans Kreuz ging, und sein Leben gab für die ganze Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der ist es, der das erste Siegel öffnet. Und dann kommt dieser schreckliche Reiter auf dem weißen Pferd. Aber davon mehr nach der Pause. 20 Minuten Pause. Wir lesen jetzt das Kapitel 6. Ganz durch. Darf ich jemanden bitten? Die Öffnung der ersten sechs Siegel. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt,
dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und an jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? Danke. Das Lamm Gottes öffnet das erste Siegel. Die vier Cherubim, also diese mächtigen Thronengel, in Kolosser 1, Vers 15, werden sie Throne genannt. Der Jesus, sagt Kolosser 1, Vers 15, hat nicht nur die sichtbaren Dinge erschaffen, auch die unsichtbaren. Es seien eben Herrschaften und Throne, wird gesagt. Das sind diese Thronengel, ganz mächtige Engel, Cherubim oder auch Seraphim genannt. Und die rufen, also eines ruft mit einer Donnerstimme: Komm. Jetzt ein textliches Problem. Manche Übersetzungen haben komm und sieh. Ja? Der Vorleser hatte nur komm. Was ist richtig? Der Mehrheitstext, also der Text, der durch die Masse der Handschriften abgestützt ist, der hat komm und sieh. Und mathematisch ist ja zu erwarten, dass der ursprüngliche Text des Neuen Testaments in der Mehrheit der Texte zu finden ist. Nicht wahr? Wenn wir uns das mal mathematisch vorstellen, da ist der Urtext. Und der wird jetzt abgeschrieben, sagen wir, 10-mal. Handschrift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ja? Und jetzt haben wir aber, sagen wir, schon in der Abschrift Nummer 4 einen Fehler. Ja? Jetzt werden aber die Handschriften 1, 2, 3 wieder abgeschrieben von, sagen wir, 10 Kopien. 4 auch. Dann haben wir dort den Fehler auch schon 10-mal. Ja? Aber dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 wird vielleicht auch etwa 10-mal abgeschrieben. Dann haben wir den richtigen Text auch. Und natürlich, der Fehler, der jetzt da plötzlich in 10 Handschriften abgeschrieben worden ist, der wird sich auch weiter fortsetzen. Denn diese Handschriften werden auch wieder kopiert werden. Aber mathematisch kommt es so heraus, dass der richtige, der ursprüngliche Text hat den Vorteil. Und der wird in einer Mehrheit der Handschriften weitergeführt werden. Und so ist das, dass eben, wenn wir bei Unterschieden, und das ist ganz üblich so, sagen können, die Mehrheit, die klare Mehrheit der Handschriften hat diese Lesart, dann ist das ein ganz starkes Argument, dass das das Ursprüngliche ist. Und auch so hier, komm und sieh. Also der Cherub sagt das zu Johannes. Und logischerweise steht dann nachher, und ich sah. Ja? Und siehe, das ruft er jetzt uns zu. Er hat es gesehen und jetzt sollen wir auch unsere Aufmerksamkeit darauf richten und siehe, ein weißes Pferd. Der darauf sitzt, hat einen Bogen, eine Krone und er erweist sich als großer Sieger. Er zog aus, siegend, auf dass er siegte. Er erscheint ganz ähnlich, wie Jesus Christus am Schluss all der Gerichte erscheinen wird. Nämlich eine kurze Frage, das ist natürlich schon
oder komm und sieh. Ja. Weil ich habe das immer besser so aufgefasst, komm, das war der Auftrag an diesen Reiter. An den Reiter zu kommen, ja genau. Oder? Und wenn da steht komm und sieh, dann ist es mehr an Ansprache an Johannes. Genau. Und es wird dann auch bestätigt, eben, der Engel sagt, komm und sieh. Und dann sagt Johannes, und ich sah. Ja? Und dann ruft er uns eben auf, und siehe. Ein Befehl an uns. Ja, und nun also ganz am Anfang kommt dieser Reiter auf dem weißen Pferd, im ersten Siegel. Nicht wahr? Alle apokalyptischen Gerichte, die verteilen sich auf die sieben Siegel. Wobei wir noch sehen werden, das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichten. Und die siebte Posaune ist ein Gericht, das besteht aus sieben Schalengerichten. Und dann kommt der Herr Jesus wieder in Offenbarung 19, Vers 11. Schlagen wir es kurz auf. Seine Wiederkunft auch auf einem weißen Pferd. Wer liest? Jawohl. Er kommt und überwindet alles als der große Sieger. Aber dieser Siegende da am Anfang, das ist nicht der Herr Jesus, sondern der Antichrist. Und wir müssen daran denken, Anti heißt auf Griechisch gegen, aber auch anstelle von. In Matthäus 2, wo es heißt, dass König Herodes starb, und ein Sohn wurde König an seiner Stadt. Für an seiner Stadt steht auf Griechisch Anti. An seiner Stelle, ja? Also der Antichristos, das ist der, der gegen den Messias Jesus ist. Aber gleichzeitig bedeutet das Wort eben der, der sich an seine Stelle setzt und der sagt, er sei der verheißene Messias, der Erlöser. Und der Antichrist aus all den Stellen, die von ihm sprechen, im Alten und im Neuen Testament wird diese Person vielfältig beschrieben, ist ganz klar einer, der kommt und sich ausgibt als Messias. Der Herr Jesus hat das angekündigt, zum Beispiel in Johannes 5, können wir aufschlagen. Der Herr Jesus spricht zu Führern des jüdischen Volkes und sagt in Vers 43, ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und da wird eben angekündigt, wer den Herrn Jesus, der im Namen des Vaters gekommen ist, ablehnt, wird automatisch offen für die Verführung. Und so werden all die, die den Herrn Jesus abgelehnt haben, eben ihre Arme öffnen und beeindruckt werden von diesem falschen Messias, der auch quasi wie der Herr erscheint als großer Sieger. Und eben eine Krone. In Daniel 11, Vers 36 wird er beschrieben als König in Israel. Er wird also in Israel die Macht ergreifen. Und in Offenbarung 13, Vers 11 werden wir später sehen, da wird er beschrieben als Verbündeter des kommenden Diktators von Europa. Die werden große Freunde sein zusammen. Europa unter der Diktatur und Israel unter dem Antichristen. Und das ist ein Gericht Gottes über die Welt, dass dieser Mann kommen kann. Also bis heute sind wir verschont gewesen von ihm, aber der Moment kommt, die Entrückung, und damit geht die Tür der Gnade für all die Menschen zu, die das Evangelium bis dahin gehört haben. Und da kommt die Verführung. Schlagen wir auf 2. Thessalonicher 2, da wird der Antichrist auch beschrieben. Also nicht der kommende Diktator von Europa, sondern der Antichrist, das wird von vielen verwechselt, der Antichrist ist der falsche Messias in Israel.
der aber fungieren wird als Propagandaminister des kommenden europäischen Diktators. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt. Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde heute hier auf Erden. Das hält zurück. Weiter. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Also zuerst muss der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt, weggehen, der Geist und die Braut rufen. Komm, Offenbarung 22. Und dann kann der Gesetzlose kommen. Weiter. Den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Ja, also da sehen wir, dass Gott hier eben als Richter wirkt, wenn der Antichrist kommt. Darum heißt es von Gott, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Gott lässt diese Menschen, die das Evangelium gehört haben, in den Irrtum hineinfallen. Das ist ein Gericht und darum ist das das erste Siegel, der Antichrist kommt und damit die totale Verführung. Aber ausdrücklich, wie gesagt, eben für die, die die Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie errettet würden. 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Ja? Ja? Gut, also es ist Folgendes. Wenn der Antichrist auftritt, da in Offenbarung 6, Vers 1, dann setzt er sich nicht gleich in den Tempel. Es wird sogar so sein, Europa, das wiedererstehende Römische Reich, wird noch einen Bund schließen mit Israel für 7 Jahre. Und erst nach 3,5 Jahren wird der Antichrist eben sich in den dritten Tempel in Jerusalem setzen. Also, da ist noch ein bisschen Zeit zwischen dem Auftreten des Antichristen überhaupt und dann dem sich in den Tempel setzen. Und da muss man wissen, der Tempel ist in dem Sinn vorbereitet, dass ja ein großer Teil der Tempelgeräte bereits vorbereitet sind, bereitstehen in der Altstadt von Jerusalem und jetzt seit neuem auch die Altarsteine, die sind, ich habe sie gesehen, aufgeschichtet da. Und zwar, dass man die sofort, wenn irgendwie eine Veränderung kommt auf dem Tempelplatz, könnte man die schnell auf den Nachbarhügeln verschieben und dort aufbauen. Und sofort dann mit den Opfern beginnen. Und dann, die nächste Etappe wäre das Tempelhaus. Und aber eben, da ist noch eine Zeitspanne, bis der Antichrist sich da hineinsetzt und dann sagt, er sei Gott. Denn das wird wenn er das tut, dann sind wir bereits beim siebten Siegel. Denn dann kommt die Katastrophe. Das siebte Siegel markiert den Beginn der absoluten Katastrophe, die große Drangsal,
Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte, nämlich auf 3,5 Jahre, dann würde kein Mensch mehr überleben. Die Menschheit würde sich selbst vernichten. Aber das ist im siebten Siegel enthalten. Aber jetzt schauen wir uns mal die ersten 6 an. Das sind also die Gerichte nach der Entrückung, aber noch vor der großen Drangsal. Ja? Ja, ja, also der wird sich durchsetzen. Friedlich, majestätisch, königlich, denn eben der Herr Jesus wird dann als König kommen auf einem weißen Pferd. Er imitiert eben Jesus Christus, also das heißt, das wird ein Mann sein, der wird allen die Spucke wegbleiben. Der wird so überwältigend sein. Und wie wir auch gelesen haben in 2. Thessalonicher 2, in allen mächtigen Taten, Zeichen und Wundern. Und Offenbarung 13, Vers 11 und folgende zeigt sogar, er wird in der Lage sein, sogar Blitze vom Himmel herunter zu holen. Eine Magie, von der hätten die Baalspriester damals zur Zeit von Elias nur geträumt. Die haben ja sich in Ekstase versetzt und sich geritzt, ja. Und da war kein Antwort. Und der Baal war ja der Blitz- und Regengott der Kananiter. Aber da kam nichts. Nur auf das Gebet des Propheten Elia hin kam schließlich Feuer vom Himmel. Aber die konnten das nicht. Der Antichrist wird das können. Also das wird unglaublich sein. Und darum braucht die Welt so viele Politiker, die versagen, damit man immer mehr vorbereitet wird. Und wenn da plötzlich einer kommt von dem, hat man den Eindruck, wow, das ist er. Nicht wahr? So ähnlich war das nach 450 Jahren Richterzeit. Das war eine Katastrophe, die Richterzeit. Weil sich ja niemand an die Bibel halten wollte. An jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und die Richter hätten ja die Bibel einfach als Maßstab, als Führung für Israel gehabt. Aber da hat man sich nicht daran gehalten. Das war ein Chaos. Und dann kam der Wunsch, wir möchten einen König, der uns eben unsere Probleme löst. Und das war dann Saul. Ein Mann, ein Kopf höher als alles andere Volk. Da dachte man, oh, jetzt, das Chaos vorüber, jetzt kommt der starke Mann. Aber eben, das war nur eine Zeit. Und wenn dann einer kommt, der noch stärker ist, das war Goliath. 6 Ellen und eine Spanne hoch. Und dann merkte man, oh, das ist nicht der Mann, der uns wirklich helfen kann. Und so wird es auch sein mit dem Antichristen. Er wird so überwältigend sein und eben anders als all die politischen Versager, dass man eben die Herzen werden dem nur so zufliegen. Aber dann werden sie erleben und die Katastrophe kommt dann. Denn Gott als Richter wird von oben her handeln. Ja, also das nur so als Vergleich, eben wie das ähnlich war für Israel, dachten Saul, das ist der starke Mann. Und so ist das eine Vorbereitung, wenn wir sehen, da sagt einer, der gehört zwar zu den Großen der Welt, yes, we can. Und dann nach ein paar Jahren sehen wir, was konnte er? Welche Probleme hat er gelöst? Auch nicht. Aber wenn dann einer kommt, der wirklich Dinge tut und nicht einfach sagt, wir können, und er kann es dann auch, Feuer vom Himmel, eben, da wird die Verführung wirkt noch stärker nach all den Versagern. Und so ist das ein ganz schreckliches Gericht, wenn dieser Sieger kommt, siegend, auf das er siegte. Noch ein Vers dazu, Offenbarung 3, 10. Der Jesus spricht zur Gemeinde in Philadelphia. Wer liest? Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen.
Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Also hier sagt der Herr Jesus, er werde die Gemeinde bewahren vor der Stunde der Versuchung. Mit dem Siegel Nummer 1 beginnt die Stunde der Versuchung. Da kommt die totale Verführung eben durch den Reiter auf dem weißen Pferd, durch den Antichristen. Aber die Gemeinde, die wird dann im Himmel sein, wie wir gesehen haben, die 24 Ältesten in der Herrlichkeit. Und jetzt gehen wir weiter zum zweiten Siegel. Herr Rosche, ich hätte noch eine Frage. Ja. In Vers 2, da steht bei mir, es wurde ihm eine Krone gegeben. Und er zog aus als ein Sieger und Siegen. Ja. Letztes Mal ist auch Krone oder Siegeskranz. Ja. Was steht hier? Also es ist auch Stephanos. Und Stephanos bedeutet beides. Stephanos kann sein eine Krone oder ein Siegeskranz. Nicht wahr? In Kapitel 5. Bei den 24 Ältesten, die ihre Kronen vor dem Thron niederwerfen. 4, Vers 10. Das ist auch Stephanos. Aber dort sind es Königskronen. Denn sie selber sagen, ja, du hast uns zu Königen gemacht und Priestern. 5, Vers 10. Also der Kontext macht klar, ob ein Kranz gemeint ist, wenn wir eben in 1. Korinther 9 lesen von solchen, die in der Rennbahn rennen, damit sie einen Siegeskranz bekommen, dann ist Stephanos ganz klar eben der Siegeskranz des Olympiasiegers. Und hier aber geht es um einen, der als großer Sieger, siegender Krieger kommt, auf dem weißen Pferd, so wie der Herr Jesus, der später kommt und viele Diademe hat auf seinem Haupt, so kommt er da mit einer Königskrone. Und das passt eben auch dazu, dass Daniel 11, 36 bis 39 den Antichristen beschreibt als König. Da wird einfach eingeführt, der König. Also da müssen wir mit Krone übersetzen. Und jetzt das zweite Gericht, das zweite Siegel. Da kommt ein feuerrotes Pferd, wieder ruft ein Cherub, komm und sieh. Und was bringt dieser zweite Reiter? Ja, Krieg. Eine allgemeine Abschlachterei. Und das führt also zu einer Destabilisierung. Und wenn wir bedenken, dass die Offenbarung ihren Fokus ganz besonders richtet auf das Römische Reich, das heißt eben auf das Gebiet, das 2000 Jahre lang am meisten durch das Evangelium geprägt wurde, aber in der Endzeit das Evangelium verwarf, da müssen wir uns im Klaren sein, dass dieses Schiff Europa, das wird ganz speziell durch dieses zweite Siegel betroffen werden. Jetzt meint man seit dem Zweiten Weltkrieg Stabilität wie noch nie. Und also Stabilität, ich meine jetzt militärisch, nicht wirtschaftlich, ja. Aber das wird kommen. Hier steht nicht mal von nichts von Krieg, sondern einfach der Frieden wird weggenommen und sie schlachten einander ab. Also da kann man auch, da muss man nicht nur denken an die Möglichkeit von Nation gegen Nation, sondern auch von Bürgerkrieg. Wenn die Städte plötzlich im Bürgerkrieg brennen. Und diese ganze Destabilisierung ist ganz wichtig, damit Europa schließlich alle Macht einem starken Mann abgibt. Und dann ist mit Demokratie endgültig vorbei. Und da sehen wir gleich das dritte Siegel. Da kommt ein schwarzes Pferd. Was bringt dieses Gericht? Teuerung. Und zwar, was wird da gesagt über die Teuerung? Ein Maß reicht für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein scheint dir nicht. Jawohl. Was ist ein Maß? Wie?
Ich habe es nicht gehört. Aha. Also ein Maß Weizen, ja, ist es. Ja, also das Maß, das hier angegeben ist, Königs, entspricht etwa einem Liter. Ganz genau 1,094 Liter. Das kostet wie viel? Ein Denar. Ein Denar. Oh, wie sollen wir das umrechnen? Ein Denar in heutige Währung? Das kann man nicht einfach so auf dem Internet einen Währungsrechner eingeben. Wie soll man eine antike Münze umrechnen in moderne Werte? Arbeitsleistung. Ein Tag, glaube ich, war das. Lohn für einen Tag. Matthäus 20, 1 bis 16, nachlesen. Ja. Ein Denar ist der Arbeitslohn für einen Tag. Und das würde also bedeuten, ein Liter Weizen kostet so viel, wie ein Arbeiter pro Tag verdient. Und dann haben wir, weniger wertvoll ist ja die Gerste. Und darum 3 Liter Gerste für einen Tageslohn. Das würde also bedeuten, ungefähr eine Teuerung von 1200%. Aber so kann man das umrechnen. Nicht gerade lustig für Europa, dass sich jetzt jahrzehntelang so an Luxus und Überfluss gewöhnt hat. Das Öl und den Wein beschädigen nicht. Das heißt, die Luxusgüter, die werden nicht angetastet. Aber das, was ganz wichtig ist für das tägliche Brot, das wird ein schwerer Schlag sein für die Wirtschaft. Und noch schrecklicher wird es mit dem vierten Siegel. Da kommt dieses fahle Pferd. Was bringt das? Ja, noch mehr. Können wir das mal zusammentragen? Schwert, also nochmals. Das, was wir schon im zweiten Siegel haben, das wird jetzt noch intensiviert. Wieder, also Kampf, Gewalt. Zweitens, Hunger. Drittens, Tod. Oh, wie geht das? Was ist damit gemeint? Schwert, Hunger, Tod. Mir steht Pest. Pest, jawohl. Der Begriff wird schon in der griechischen Übersetzung der Septuaginta verwendet für Pest. Und wir haben ja in Hesekiel 14 diese Plagen, die Gott über Völker bringen kann. Eben genau Schwert, Hunger, Seuche. Pest steht für allgemein für Seuche. Und wilde Tiere. Also ein weiteres Gericht, aber vielfältiges Gericht. Und das bringt eine Katastrophe. Wie viele sterben? Ein Viertel der Erde. Das heißt also, wenn man dann plötzlich die Nachrichten hört, dass nach der Zahl heute wäre das über 2 Milliarden Tote. Das stellt jetzt alles in den Schatten. Der Erste Weltkrieg, wie viele Tote? Wie? 17, 18 Millionen. Der Zweite Weltkrieg? 50 bis 70 Millionen. Die Gewalttaten der Kommunisten, der Sowjetunion und so weiter im 20. Jahrhundert? 100 Millionen und die Opfer der spanischen Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges und danach, niemand weiß es, 50 bis 100 Millionen. Und da ein Viertel, das wäre also schon heute, müsste das mehr als 2 Milliarden sein. Ja. Europa wird in der Offenbarung ganz speziell bezeichnet als Erdkreis, als Ökumene. Nicht wahr? Das haben wir zum Beispiel schon gehabt in Offenbarung 3, Vers 10. So werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das ist Ökumene. Ja,
Ja, genau. Ja, natürlich. Die ganze Welt. Und darum sagt auch der Herr Jesus dann im Blick auf die Drangsal in Matthäus 24, würde diese Zeit nicht abgekürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, niemand würde überleben. Ja, und eben dadurch, dass Offenbarung 3, Vers 10, die Stunde der Versuchung wird ganz besonders in Verbindung gebracht mit dem Erdkreis. Das heißt, mit dem, was das römische Reich umfasst. Das wiedererstandene römische Reich, der Westen verbündet mit Israel, da wird der Antichrist seinen ersten und direkten Einfluss haben. Aber eben hier wird über die Erde gesprochen und das öffnet das Gesichtsfeld ganz weit. Das entspricht auch Jesaja 13, wo der Tag des Herrn beschrieben wird und da wird plötzlich auch alles aufgeweitet auf die Erde. Und das Verderben, das über die ganze Welt kommt. Und darum, also was hier steht, ein vierter Teil der Erde, das wird ein Schock sein. So schlimm, wie das bis jetzt noch nicht war. Und dabei, das 20. Jahrhundert war wirklich ein schreckliches Jahrhundert. Eben mit Hunderten von Millionen Toten. Eben nur schon, was wir da erwähnt haben, man könnte noch andere Sachen aus dem 20. Jahrhundert erwähnen, aber 2 Milliarden. Nun, das entspricht eben dem, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, der vergleicht ja diese verschiedenen Gerichte der Endzeit mit Wehen. Und Wehen nehmen ja in der Intensität auf das Ende hin immer mehr zu. Und darum wird das, was wir jetzt ab Offenbarung 6 finden, das wird noch schrecklicher, als was wir in der Endzeit, die ja schon seit 1882 ist, wo die Juden zurückkehren ins Land der Väter. Erster Weltkrieg war eine ganz wichtige Endzeitetappe. Zweiter Weltkrieg auch. Aber das wird noch schrecklicher nachher. Und das geht dann nachher weiter. Wir sind ja jetzt noch vor der großen Drangsal. Die Welt wird im Schrecken stillstehen. Ja? Ja, also vierter Teil der Erde steht mir auch. Aber der vierte Teil der Erde wird getötet. Das Land kann man nicht töten. Also die Erde steht hier für die Bevölkerung der Erde. Also das Gebiet, worüber eben diese Plagen herrschen, habe ich verstanden. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja gut, aber das wenn sich das nur auf Europa beschränken würde, dann würde eben eigentlich zu erwarten sein, dass das ausdrücklich gesagt wird, Erdkreis. Und dadurch, dass eben die Erde erwähnt wird, und wir werden dann sehen in den späteren Kapiteln, da kommt dann wiederholt, zum Beispiel der dritte Teil der Erde wird verwüstet und getroffen vom Gericht. Also das geht dann weiter. Jetzt haben wir den Viertel vom Ganzen und dann ist das, was übrig bleibt, wieder das Ganze. Und dann werden wir sehen, und davon dann wieder ein Drittel und das geht in mehreren Phasen weiter. Und es ist so, dass auf Jesaja 13 sagt, können wir das kurz aufschlagen, und das macht eben schon deutlich, wie hart das ist, was hier beschrieben ist. Jesaja 13, Vers 9. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam und Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, und ihre Sünder wird ihr von derselben vertilgen. Und dann heißt es in Vers 12, ich will den Sterblichen kostbarer machen als gediegenes Gold und den Menschen als Gold von Ophir. Jesaja 13. Habe ich gesagt Zacharia? Nee.
Also Jesaja 13. Ich habe gelesen Vers 9 und schließlich noch Vers 12. Ich will den Sterblichen kostbarer machen als gediegenes Gold. Das heißt, weil so viele Menschen umkommen, wird der Wert des einzelnen Menschen steigen. Und dann kommt noch das fünfte Siegel. Was geschieht da? Wie? Ja, also da sehen wir Gläubige nach der Entrückung, die als Märtyrer sterben werden. Also es wird nicht nur für die Welt im Allgemeinen schrecklich werden, sondern auch für die, die nach der Entrückung zum Glauben kommen. Und da werden viele als Märtyrer umkommen. Aber ich würde sagen, jetzt ist die Zeit vorangeschritten. Wir fahren nächstes Mal, wo wir mit Offenbarung weiterfahren, fahren wir weiter ab Vers 9. Nochmals mit diesem fünften Siegel. Und dann werden wir in Kapitel 7 sehen, wer sind denn diese Gläubigen nach der Entrückung. Und da werden wir sehen, es wird einen Überrest geben aus Israel, der sich bekehrt, und einen Überrest aus allen Völkern. Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben bis zur Entrückung, die können sich noch bekehren. Aber die, die es gehört haben, die werden dann unter das Gericht des ersten Siegels fallen. Der Antichrist kommt. Gibt es noch eine kleine Frage? Ja. Wenn die Menschen dann entrückt sind, die Gläubigen weltweit, ich kann da gar nichts erkennen, dass irgendwo dann steht, was ist, das so eine Verwirrung macht mit der Presse. Weil die müssen ja kolossal verwirrt sein, wenn plötzlich weltweit Menschen fehlen. Ja, natürlich wird das eine Verwirrung auslösen. Aber die Bibel spricht nicht ausdrücklich darüber. Aber interessant ist zum Beispiel, unter den New Agern, unter den Esoterikern, gibt es die Theorie, dass die fundamentalistischen Christen, die seien ein Hindernis für das New Age-Zeitalter, für das neue Zeitalter. Und die werden eines Tages durch ein UFO entführt werden. Ja. Dann haben die schon mal eine Antwort für solche, die gerne UFO-Lügen glauben. Ja, das ist nur ein Beispiel. Aber natürlich, das muss man dann auch noch ein bisschen begründen und erklären. Aber wir lesen in 2. Thessalonicher 2, dass Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns schickt, damit sie der Lüge glauben. Der Antichrist wird lügen und er wird auch da eine Lüge bringen, um die Leute ein bisschen herabzufahren. Gut, wir wollen noch beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht auf das Kommen des Antichristen warten müssen, sondern wir dürfen täglich dich erwarten. Danke, Herr Jesus, dass du uns einen Durchblick schenkst durch dein Wort für das, was die Zukunft bringt. Und wir werden dadurch auf dich hingelenkt. Und wir sind so froh zu wissen, dass du alles in der Hand hast und auch unser Leben. Und so bitten wir dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir diese Zeit der Gnade, die jetzt noch zur Verfügung steht, bis du kommst, dass wir sie wirklich für dich ausnutzen und dass wir Menschen um uns herum auf dich hinweisen und dass so viele wie möglich sich noch herausretten lassen. Schenke uns allen diese Ermutigung, dass wir immer wieder erleben dürfen, wie Menschen wirklich deinem Ruf auch heute noch folgen und sich herausretten lassen. Und danke, Herr Jesus, dass wir aber auf der anderen Seite uns wirklich auf dein Kommen freuen dürfen und sagen dürfen, komm, Herr Jesus, Amen.